Welche Rolle und Verdienste messen Sie dem organisierten Liberalismus, und das heißt ja vor allem der FDP, in den 1980er, 1990er Jahren zu? Lassen Sie uns mal weiter zurückgehen. Wenn ich mir ansehe, wie das aussieht, der Wiederaufbau seit 1945 in Deutschland, das Wiedererstarken, das wirtschaftliche Aufblühen, die gesellschaftspolitische Entwicklung, die außen- und sicherheitspolitische Entwicklung, dann hat die FDP an all diesen Entwicklungen einen gewaltigen Anteil. Muss man deutlich und klar sagen. Und deshalb war es ja auch so bitter, dass wir das letzte Mal also nun aus dem Bundestag rausgeflogen sind und plötzlich, also sagen wir mal, die direkt gestalten könnende Kraft des Liberalismus, der Liberalen, der FDP gefehlt hat. Wir haben ja die Hoffnung, dass uns jetzt gelingt, wieder in den Bundestag reinzukommen. Die Zeichen stehen da, glaube ich, ganz gut. Also ich glaube schon, dass, wenn das mal Historiker später sich ansehen und darüber schreiben, dass dann die Rolle der FDP um Gottes Willen nicht wegzudenken ist. Und auch in den Jahren, in denen wir dann also nicht mehr direkt in der Regierung waren, war es doch so, dass wir also sozusagen aus der Oppositionsrolle raus doch Zeichen gesetzt haben. Und jetzt haben wir ja doch mindestens seit geraumer Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag das Gefühl, dass die Menschen doch wieder sagen, Herrgott, man braucht sie. Man braucht sie. Nicht? Sie gehören irgendwie dazu. Das liberale Gedankengut fehlt. Die Liberalen müssen da wieder rein. Und deshalb bin ich eigentlich hoffnungsfroh, dass uns das gelingt. Wir haben in vielen entscheidenden Fragen die Weichen mitgestellt. Und auch in der Zeit gerade, die ich ja nun erlebt habe, und auch diese, wenn ich mal dran denke, die fünf Kabinette, die Kohl gebildet hat, nicht? In diesen Jahren hat die FDP doch also wirklich entscheidend mitgestaltet.